Eine Erdbeer-Mascarpone-Torte. Ja, sehr lecker. Erdbeeren sind toll, Mascarpone ist natürlich auch sehr toll. Und wolltest du einen Kaffee trinken oder warum steht ihr hier? Ja, ich habe gedacht, wenn ich schon mal bei dir bin, trinken wir auch einen Kaffee. Nein, das Besondere an dieser Torte ist, dass es einen Espresso-Biskuitboden hat. Oh, wie toll. Ja. Okay, dann mache ich den mal. Und zwar stilecht in der kleinsten Espresso-Maschine der Welt. Biskuitboden weiß ich, da müssen wir die Eier auf jeden Fall trennen, ne? Ja. Fangen wir damit an. Das Eiweiß wird gleich zu Eischnee. Die Eigelbe bekommen jetzt Gesellschaft. So. Da in diese Eier kommt dann halt noch der Zucker. Der ist ja netterweise hier schon in der Schale. Alles schon abgewogen. Das ist super. Ich würde es auch toll finden, wenn ich sowas immer bei mir im Laden habe. Du kannst mich mieten. Ja. Ich mache das gerne für dich. Meiner Freizeit. Ich komme vorbei. Würde ich gut finden. Ich bezahle dich mit Kuchen. Finde ich großartig. Arbeit gegen Essen ist sehr gerecht. Meine ich doch. Jetzt Eigelb und Zuckerschaumig schlagen, dann ist die Spezialzutat dran. Reicht es? Ja. Also jetzt wäre Zeit für den Kaffee. Okay. Der ist schon fertig und soll fürs Backen am besten noch lauwarm sein. Jetzt 4 Esslöffel davon, von dem Kaffee. Der riecht ganz schön stark. Aber das ist gut. Dann schmeckt das auch nachher richtig stark. Da kann man ruhig ein ganzes Backpulver nehmen. Dann ist es richtig fluffy. Ich nehme ja auch lieber gerne zu viel Backpulver als zu wenig. Das Backpulver kommt mit dem Mehl und der Stärke in die Schüssel. Dann rühre ich alles ein. Das reicht auf jeden Fall. Dann müssen wir noch den Eischnee machen. Genau. Also es empfiehlt sich auch immer, das in der Reihenfolge zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Mhm. Auch wenn man Eischnee zum Anfang macht und der steht ein paar Minuten, dann flafft er wieder so zusammen. Ja, man hat dann unten, das setzt sich so ab, ja, wie Wasser. Und das ist nicht schön. Dann wird es nicht fluffy, dann wird es so flüssig nachher. Das Eiweiß. Machst du da immer noch Salz oder irgendwas rein? Ja, eine Prise auf jeden Fall. Es gibt ja auch so Verfechter, die sagen, nein, lieber nicht. Mir wurde neulich auch erklärt, warum. Mit dem Salz? Ja, mir wurde gesagt, mit Salz da drin zieht das sämtliche Feuchtigkeit ein und man konserviert auch das Gebäck etwas mehr. Vor allem hilft das Salz, den Eischnee steif zu bekommen. Und das ist ja das Wichtigste. Fest genug? Ja, der ist super. So, guck mal. Ah, tolle Nase. Wenn er eine Nase hat, ist er super. Ja, das sehe ich auch so. Womit hebst du den dann unter? Ja. Also, entweder man macht das so ganz professionell mit so einem Teigspatel. Ich mache das manchmal mit Löffeln. Ich habe einen sehr schönen bunten Spatel. Finde ich super. Bunt ist immer gut, der ist toll. Genau. Ja, dann nehmen wir den, dann machst du das. Das ist wunderschön. Einmal rein mit der ganzen Geschichte. Aber wo hast du deine Liebe dann zu Kuchen entdeckt? Ich weiß das auch nicht. Wenn du gar nicht Konditorin gelernt hast oder so, das ist ja dann schon mutig, einen Kaffee aufzumachen. Ja, aber man muss auch mal was wagen im Leben, ne? Ich liebe Kuchen und ich liebe Backen und das schon immer gemacht, schon als 5-Jährige. So, guck mal, das sieht doch super aus, oder? Einmal probieren. Probier mal. Komm, ich probier auch mal. Oh, super, der schmeckt so toll nach Kaffee. Ja. Richtig gut. Aber das Tolle ist, der ist auch nicht so bitter. Man denkt ja im ersten Moment, Kaffee kann ja auch schnell bitter werden, aber es ist genau richtig. Das schmeckt super. Jetzt Springform? Genau. Am besten mit Backpapier. Das Gute, man braucht den Rand nicht einfetten. Der zieht sich zusammen, ne? Ja, der zieht sich ganz gut zusammen. Das ist was für faule Menschen, so wie ich. Aber wirklich, das ist für Leute, die es halt einfach mögen, ist so eine Torte zu machen total gut. Mascarpone, ich möchte einmal im Leben in Mascarpone baden. Das wäre so mein Traum. Aber es ist auf jeden Fall viel besser für die Haut als Sahne, glaube ich, weil da so schön viel Fett drin ist. Und eigentlich ist nur wichtig, kann man so ein bisschen Schüttel-Schüttel machen, damit man dann nachher nicht so einen totalen Hubbel hat. Und dann kommt er nur im Backofen und fertig. Bei wie viel Grad? Also ich mache das immer bei Umluft bei 175 Grad. Okay. Dann mache ich das natürlich genauso, und zwar eine Viertelstunde lang. Und so easy wird der Biskuitboden gemacht. Für den Teig Eier trennen, Eigelb mit 135 Gramm Zucker schaumig schlagen, lauwarm Espresso hinzufügen, Backpulver, 100 Gramm Mehl und Stärke einrühren.
Dann das Eiweiß zu einem festen Schnee schlagen und unterheben. Den Teig dann nur noch in eine Form geben und bei 175 Grad Umluft 15 Minuten backen. Ach, es duftet schon. Es liegt ein Biskuithauch im Raum. Meinst du, der ist schon fertig? Ja. Ich würde sagen, perfekt. Okay, ja. Dann hole ich den schon mal raus. Der muss ja wahrscheinlich erst mal auskühlen. Ja, ein bisschen auskühlen muss er. Du darfst trinken, gib mir Anweisungen, ich mache die Mascarpone-Creme. Okay. Also du brauchst eine große Schüssel oder Schale. Die ist perfekt dafür. Eigentlich kannst du alles, was wir haben, also die Mascarpone, den Zucker, den Vanillezucker, bisschen Zitronenraspel da reintun und dann mit der Sahne aufgießen. Mascarpone enthält sage und schreibe 80% Fett und ist damit der perfekte Geschmacksträger für die Aromen. Die Sahne erledigt den Rest. Die Zitrone jetzt auch schon damit? Ja, so ein bisschen Zitronenschale. Muss auch nicht viel sein, nur ein bisschen. Es wird, genau. Es wird super. Ich mache mich schon mal an die Erdbeeren. Zwei Drittel der Erdbeeren verarbeiten wir direkt. Ein Drittel bleibt noch für die Deko. Also hier siehst du jetzt auch, wie das so richtig schön anzieht, ne? Das sieht man so, wenn das so schön so Spuren hinterlässt, ja. So. Das Tolle ist ja auch, wir haben ja jetzt gar keine Gelatine oder so drin, ne? Nee, brauchst du auch nicht. Mhm. Weil die Creme ja recht fest ist, durch die Mascarpone, die eben dort drin ist. Mhm. Und ein Trick so ein bisschen bei Biskuitboden. Man kann den immer so ein bisschen drücken. So der Boden kriegt eine Massage. Und wenn du dann nämlich aufmachst, dann hüpft er da von alleine raus. Ah, toll. Am besten einmal die Hand drauf, wie mit so einem Brötchen, was man durchschneidet. Und ein bisschen drehen und sich ruhig Zeit lassen. Kann man jetzt ein bisschen vorsichtig drauf tun. Fehlt nur noch mein Tortenring, dann kann die Creme auf den Boden. Passt. Perfekt. Und jetzt kommt die erste Schicht Mascarpone-Creme drauf. So, ich fange mal an, ja? Okay, man sieht auch, wie schön fluffy diese Creme ist. Vorzüglich. Okay, so. Hier ist immer ganz gut, nicht so irgendwie so wild drauf losmatschen, weil dann zieht man sich in diese schöne Creme Krümel von dem Boden mit rein und dann ist nicht mehr so schön. Mhm. Deswegen am besten immer so ein bisschen so drauf und dann so zum Rand. Oh, ich finde, das sieht immer so lecker aus, so Creme, ne? Ja, Creme macht die Welt ein bisschen besser. So. Und jetzt die Beeren. Die bette ich großzügig auf unsere Mascarpone-Creme. Und jetzt kannst du den Deckel einfach draufdrücken und schön einmal festdrücken. Mhm. Dann kriegt die so ihre Stabilität. Sonst fängst du an zu schneiden und dann fällt die Hälfte auseinander. Ja. So, und dann kommt der Rest drauf. Vielleicht bleibt auch noch Creme in der Schüssel übrig. Vielleicht. Und auch hier mache ich immer von der Mitte zum Rand. So. Der Löffel ist meiner. Nam, nam, nam. Das macht ziemlich glücklich. Ich freue mich, dass ich dich glücklich machen kann. Ja. So, die kommt jetzt in den Kühlschrank. Wie lange braucht die ungefähr? Ein Stündchen? Ja, ein Stündchen, dann ist gut. Auf jeden Fall. Und so einfach machen sie diese tolle Torte. Für die Füllung Mascarpone mit Zucker, Sahne, Vanillezucker und etwas geriebener Zitronenschale kräftig mixen, bis die Creme fest wird. Parallel Erdbeeren kleinschneiden, Boden durchschneiden und mit Creme bestreichen. Erdbeeren auf die Füllung geben, dann den Biskuitdeckel und wieder Creme. Dann wandert das Meisterwerk für eine Stunde in den Kühlschrank. Pistazien kommen da auch noch drauf. Es sieht einfach schicker aus. Und man hat noch so ein bisschen crunchy. Ach, ich hole sie raus. Ja, lass uns dekorieren. Dann können wir auch gleich probieren. Das finde ich gut. So. So, mach du mal. Ja? Also ich versuche ja immer gerne irgendwie so Bilder zu machen. So ein bisschen auslaufend.
Hast du etwas Minze da? Ja. So ein Zweig oben? Ja, so einen schönen Minzezweig. Einen großen hätte ich sogar für eine große Torte. Und den könnte man jetzt quasi irgendwie mittig oder so machen. Und außenrum kommen die Pistazien. Ich stecke ihn einfach mal so rein. Ja. Mach so ein bisschen. Sieht so lecker aus. So. Und jetzt muss nur noch der Tortenring ab. Soll ich sie vorsichtig nach oben abziehen? Ja. Ja. Perfekt. Guck mal. Schwupps. So. Mmh. Tada. Toll sieht sie aus. Du bist so schön. Ja. Das haben wir gut gemacht. Wunderbar.